Haben ist besser als brauchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Samstag und ich fahre jetzt zum Schrottplatz. Besorgt mal eben Sitze für in Berlingo, weil die Vordersitze sind echt Schrott. Wenn man da rein sitzt, das ist man auf Metall, das ist scheiße. Ja, auf dem Schrottplatz angekommen. Die müssten schon hier irgendwo beim Berlingo sein. Oh, hier ist ein gelber Känguru. Den hätten wir auch kaufen können. Naja, er ist aber auf dem Schrott. Gucken mal, wo die sind. Ich finde die nicht. Ah, da unten sind sie. Was ist los? Also die sind besser. Ja, und warum sind die noch nicht draußen? Warum sind die noch nicht draußen? Weiß ich nicht. Ich will das Ding nicht reiten. Weil der eine hat schon geschimmelt. Falsches Auto. Kangu. Das ist ein Kangu, stimmt. Falsches Auto. Ah, der sieht ja genauso aus wie unser. Ja. Sind aber besser die Sitze. Und hier steht noch ein zweiter? Ja, da vorne ein roter mit Dachgepäckträger. Ist der besser? Nee. Von Sitzen? Nee. Dann die hier, ne? Wenn die, aber da ist schon Schimmel und Scheiße. Ja, dann müssen wir die halt sauber machen. Und neuen Bezug drauf, weil das ja. Ist scheiße. Aber der ist um einiges besser als den wir haben. Ja, bei unserem, da sinkst du ja bis aufs Bodenblech. Ja. Ja, cool, bauen wir den jetzt mal aus. Weiß nicht, lass uns nochmal den anderen angucken. Nochmal den anderen angucken. Den Schimmel kann man wegmachen, das ist nicht schlimm. Dann kann man ja kärchern, desinfizieren. Mein Gott, das ist ein Schrottplatz, die stehen alle draußen, die Karren, ne? Ja, ist keine Garage. Oh, der hat einen Bums gehabt, ne? Aber sowas, ja. Steht da auf dem Hof einer? Da steht ein Vaneo. Berlingo. Der ist im Arsch, der ist hin. Ne, sonst ist keiner hier, ne? Ich hab keinen gesehen. Du. Da steht noch ein Kangaroo. Aber wir finden keine, ne? Ne, alles kaputt. Ja, los, bauen wir die Sitze aus, weil die sind echt besser als unsere. Ach ja, können wir noch irgendwas gebrauchen davon? Wenn wir schon mal hier sind. Was ist denn das da hinten? Ein weißer Kangu, ne? Das ist ein Ball, der am Container ist ein weißer Kangu, ja. Ja. Da steht noch ein grüner Kangu. Das ist ein Kangu. Da steht ein roter Kangu. Ja, nehmen wir den hier, ne? Der hat hier ein bisschen was kaputt, aber können wir auch einen Flicken drauf machen, Suse. Aber das ist in Ordnung hier. Ja auch irgendwo neue Sitzzüge her. Kann man genau passend dafür. Weil ich zitter zu viel. Du zitter, Aldo. Was war denn mit den Türschlössern? Die Türschlösser drehen rund, ne? Ja. Aber hierfür kriegen wir wahrscheinlich. Die Türpappe. Türpappe? Von der Seite, von der Tür. Mit dem Boxenschloss, weißt du? Ach so. Ja, aber wo ist das? Hinten drin, glaube ich, gibt's hier was. Ja, Türpappe ja, aber der hatte keine Boxen. Da ist nichts. Also man sieht auf der Rückseite, da könnte, hätte vielleicht was sein können, aber hat er nicht. Kann man sich was überlegen, kann man sich da. Die sind auf jeden Fall besser als die wir haben, weil unsere sind ja komplett durch. Ja. Also wieder mehr als durch. Das sind Bodenblechsitze. Sportsitze. Ist das eigentlich die gleiche Farbe, die wir auch haben? Ich meine ja. Dann reicht es doch, wenn wir nur eine Fahrersitz mitnehmen. Eigentlich schon. Der andere ist gut. Kannst du da nicht den nehmen, weil der besser aussieht, oder geht das nicht? Das geht nicht. Nee, die sind seitenverkehrt. So. Wegen dem Schloss und dem Verstellen und so, ne? Das ist dann alles auf der anderen Seite. Aber die Sitze sind hier um einiges leichter auszubauen als beim Känguru. Okay. Weil beim Känguru müssten wir jetzt unterm Auto sein, die Schrauben von unten lösen. Ah ja, da war was. Nee, aber dann reicht es doch wirklich, den einen zu nehmen. Ja, wenn das die gleiche Farbe ist. Wenn nicht, kommen wir nochmal. Was wir mitnehmen können, ist auch noch von der Schiebetür hier das Plastikkabel zu besser kaputt gemacht, Blödmann. Das ist eine gute Idee, aber der hat keine Schiebetür.
Dann nimm das Teil da. Ja, das passt ja nicht. Das ist ja die andere Seite. Aber passt das auch umgedreht? Ist das synchron oder nicht? Wir können es mitnehmen. Ich kann es probieren. Haben ist besser als brauchen. Jetzt hier. Guck mal im Kofferraum rein, ob da irgendwas ist, was wir brauchen könnten. Klauen wie die Raben, ey. Ja, wir müssen das ja auch bezahlen, ne? Die Sache über den Zaun schmeißen. Brauchst du eine Fritteuse, eine Fett? Brauchst du eine Fritteuse? Her damit! Lecker, lecker. Und der hat keine Klima, glaube ich. Doch, hat er auch Klima. Hat er. Wir haben Sitz, der hier noch ein Kabel fest ist. Auch irgendwas zu schneiden. Will ich ein Feuerzeug oder geht ja, da hin? Gut. Ich brenne die Karre ab. Scheiße, muss ich noch Feuerzeug. Aber nicht auf einmal gleich das Auto brennt, ne? Nein. Ab. Hier, ja, wollte ich kaum sagen, ne? Ja, damit. So, ne? Ja. So, Schaltknopf wäre noch schön für den anderen, ne? Nee. Nein, nicht von denen hier, von den anderen. Von unserem ist besser. Ja, vielleicht einen anderen Kerl. Da vorne. Ja, hör doch mal zu, ey. Mal hingucken da. Können wir noch einen Topper haben? Nee, außer eine Fritteuse. Ja, nimm mit. Ich glaube, da brauchen wir drin machen, du. Dann gehen wir mal hier hin. Dann würde ich gerne mit dem Land abfahren. Ja. Aber warte, ich bin da vor 30 Jahren. Voll Kinder, ey. Krieger finde ich gar nicht so uncool. Das stimmt. Wir sollen mal gucken, ob wir Aufnahmen dafür haben, ne? Eine gute Frage. Also ein ganz anderer, ne? Ja, ist auch nicht schön. Hä? Ist auch nicht schön, aber Dachgepäckträger, der interessiert mich. Wir gucken gleich mal bei unseren. Ob der die Aufnahmen dafür hat. Ob er die Aufnahmen dafür hat. Dann können wir mal schön machen, schön sandstrahlen, lackieren. Ja. Das ist ja auch schick. Okay, dann mal gucken, ob ich den abkriege. Nicht so mal das Kamerafieh. Komm, so eine gedreht, Chris. Ich habe ganz kalte Finger. Der Junge kann arbeiten. Wenn er nicht gerade schläft, dann arbeitet er. Du brauchst ja eigentlich doch nur das Runde, oder nicht? So. Sind die eigentlich immer alle gleich? Zum Reinschrauben oder nicht? Manche sind geklickt und manche sind geschraubt. Und der weiß ich nicht. Müssen wir uns in Ruhe angucken. Einen Drucker hast du auch drin, aber Drucker brauchen wir nicht. Nee. Gut, dann haben wir unser Schraubplatz-Tour jetzt beendet, haben einen Sitz geholt. Dann gucken wir mal, was wir noch finden. Gucken wir mal, ob wir noch wiederkommen, wenn wir zwei noch brauchen. Aber ich glaub, ja, wir brauchen bestimmt noch ein paar Teile, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Also, kommt bald wieder eine Schraubplatz-Tour. Bis dann, haut rein und abonnieren nicht vergessen. Ciao. Wow.